Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von F1 2015. Wir hören mit dabei natürlich wieder Dina. Oh ja, Entschuldigung. Ah, schmeiß mich raus. Schon an. Peter, Bram und Jay. Ein Wort vorneweg. Ja, wir fahren Ferrari und Mercedes, aber wir haben die Autos alle gleich eingestellt. Das hat Johnny auch schon mal gesagt. Also es ist völlig egal, ob man sauber Lotus oder was weiß ich nicht alle fährt. Genau. Mhm. Es gibt in dem Spiel eine Einstellung, dass man sagen kann, alle Autos sind vom Spiel aus gleich stark und schnell und gut. Und die Einstellung haben wir benutzt. Das ist richtig. Wir fahren heute in China. Wir sind in China unterwegs, das ist richtig. Und es ist warm. Ja, wobei, so warm richtig ist es gar nicht. Ja, im Rennen richtet es eh wieder. So, auf geht's, Qualifying. Mhm. Oh, guter DRS schon automatisch aktiviert ist. Ja, sicher, fahr doch noch ein bisschen schneller. Ich hab die Strecke immer, ich fahr immer so kurz auf der Strecke, dann weiß ich wieder, wie die geht. Alter! Dann fahr ich trotzdem da hab ich auch Bremsen Mein Daumen schwitzt total, ich kann gerade nicht richtig lenken. Ja, und ich hab meine Kamera, ich hab gerade eine neue Aufnahme. Dings, also wenn ich irgendwann abstürzt, dann hab ich Scheiße gebaut. Die Kamera ist auch nicht ganz richtig, das ändere ich gleich noch ein bisschen kurz während des Rennens, aber es muss mal kurz für die erste Runde hier gehen, auch mit dem Sound und so weiter. Das ist. Ja, läuft. Aber es läuft! Ich bin vorne! Fahr! Schneller! Bam, vor den Fresse. Ich muss auch sagen, wir haben uns richtig gesteigert vom ersten zum zweiten Rennen und jetzt das dritte Rennen. Wir können jetzt noch weitergehen. Hat einer von uns gewonnen letztes Mal? Oder? Ja, Jay. Alter, na gut. Jay ist erster gewonnen. Sehr gut. Schön, so kann das sein. Schön gut, sauber. Da ist fast mein Auto abgedriftet, ey. Ja, bei mir sieht gut aus, ich bin am ganz vorne, glaube ich, habe kein Auto vor mir. Oh mein Gott. Nein, wieso habe ich die Kurve so scheiße genommen? Na, ich drift immer weg. Nein. Könnte ich greifen mit mehr Grip kriegen? Wäre das okay? Ja, dann frag mal Vettel. Ja, Vettel oder Rosberg, die freuen sich darüber. DRS anmachen, nicht vergessen übrigens, Jungs. Oh, shit. Ja, braucht das nicht. Ja. Scheiße, voll vercheckt. Die Kurve hier hasse ich. Oh ja. Alter, ich weiß, man soll nicht lenken, aber... Der nächste hinter mir ist ein NPC und der ist voll weit weg. Kann es irgendwie sein, dass das irgendwie nicht der richtige Zweite ist? Hast du die Schwierigkeit richtig eingestellt, Jay? Ja, schwer. Ja, waren alle schwer. Mhm. Golf, ach was, ihr seid auch schon im Ziel. Aber gut, ich glaube, ich bin nicht geworden. Wir sind gut. Ich habe keine Ahnung, weil ich wurde. Top. Ich 20. Nice. Da ist der Bram schon mal weit weg von allem möglichen. Ich bin Bram. Erster, zweiter, dritter. Das ist top schon mal. Aber kann man nicht sagen, ja. Ich bin 16er geworden. Ich habe zwei dicke Bocke geschossen. Alter, wir sind so knapp beieinander. Ja, das war richtig knapp. Ey, ich brauche Unspaß, ich brauche ein Tuch. Ich habe so schwitzige Hände, ich kann kaum nichts dicke. Ihr wart mega nah beieinander, ihr beiden. Holy moly. Ja, aber das war okay. Ich bin auch auf das Rennen gespannt. Ist schon krass. Bist du direkt da ganz vorne? Will ich jemanden wegführen? Das kann nicht gut werden. Ich weiß, ich kann mich noch an Bahrain erinnern. Da waren auch Peter, Felix und ich vorne. Mhm. Ich weiß nur genau, da hab ich nur geschrien. Gleich schießen alle wieder Johnny ab. War nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst da vorne. Wir fahren übrigens ohne Lenkrad, weil wir halt einmal die Woche F1 aufnehmen und sich dafür halt ein Lenkrad nicht lohnt. Ich fahre sehr gerne mit Lenkrad, aber man muss auch sagen, kommt preislich und so einfach nicht hin mit dem. Man muss auch sagen, Formel 1 2015, also alle F1-Spiele von Codemasters eigentlich sind auch dafür entwickelt eigentlich, dass du mit Controller mehr spielst. Na, also ich bin eigentlich auch, ich liebe es mit dem Lenkrad zu fahren und so weiter. Ich habe gelesen, dass der Fokus bei denen liegt auch darauf. Da die es in diesem Teil am linken Stick irgendwas geändert haben, dass du voll einschlagen kannst. Also ja, das habe ich auch gelesen, ja. Deswegen muss man was meint ihr mit voll einschlagen? Ja, dat, wenn du halt ganz nach rechts lenkst, irgendwas geändert worden ist. Da hat der früher, hat er bei der letzten Formel 1 hat er nicht ganz eingeschlagen. Das ging mit dem Lenkrad voll. Und jetzt geht das voll. Also jetzt ist das kann nur eins bedeuten. Es wird Zeit für den großen Preis. Es wird Zeit für den großen Preis von China. Wir sind die checken alles, okay. Bram, ein Wort noch zu dir. Ich glaube trotzdem an dich, auch wenn du jetzt ganz hinten bist. Ja, pass auf, ich sehe das jetzt so. Ich werde jetzt gleich rechts an euch und allen vorbeiziehen und einen von den ersten dreien einfach in die Kurve rein. Bitte nicht mich. Pass auf, wenn du. Die gerade ist ja, glaube ich, relativ lang, bis diese Kurve kommt. Wenn du volle Möhre reinballerst, dann wirst du unsichtbar und heizt durch. Das ist aber ganz cool. Ja. Ich kann meine Startreifen ändern. Ja, klar. Du kannst doch ich dachte, wir haben Park-Fermé-Regeln an. Ja, stimmt eigentlich. Ja, nee, die sind ausgesetzt. Okay, keine Ahnung. Wir nehmen einfach die normale Rennstrategie. Es gibt eigentlich nur eine Strategie. So, jetzt geht los. Wieso laden bei mir die Leute noch? Achso, nee, die sind noch nicht bereit. Also ich bin bereit. Ja, genau.
Okay, ich stehe rechts. Boah, die erste Kurve. Du musst ja aber auch so auf Rennen starten drücken. Okay. Wir warten auf Jay, du musst auf Rennen starten gehen. Und Jay, wir beide. Ich kann nicht mehr auf Rennen starten, bei mir steht nur eine Rennstrategie. Doch, und du musst zurück. So, Jungs, viel Erfolg. Ach so. Ja, viel Erfolg. Ein geiles Rennen. Oh, Jay, ich hab den Start verballert. Peter ist im Zentrum. Oh, Peter hat einen guten Start. Peter hat einen richtig guten Start. Er hat einen richtig schlechten Start. LOL, da fliegen Autos. Alter, da ist einer in der Box gelandet. Leute, dreht mich! Ich dreh dich gar nicht! Du bist nur weiter rausgekommen, ich hab halt innen versucht. Was kann das denn gewesen sein? Leute, ich dreh mich auch. Das war der Computer. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ohne Spaß, was war das? Hat irgendjemand beobachtet, was bei mir passiert ist? Nee. Nein. Bravo, nee. Peter und ich hatten Spaß. Es könnte aber auch der PC gewesen sein. Ah, jetzt fahr ich nochmal jemand rein hinten. Hoch! Wenn ich nicht mehr ordentlich fahren kann hier. Jungs, verzieht euch mal. Alter Schwede, okay. Ganz eine gute Ausgangssituation. Ist direkt was? Der jetzt mal gucken, was da bist du denn jetzt? Ich bin jetzt auf 12. Oh lol, auf 12. Vorsicht, Dina, Vorsicht, Dina. Ja, ich versuch... Gefällt mir aber nicht für meinen Teamkollegen. Also mein Fahrer, der fand das nicht so geil. Der hat gerade böse Handzeichen gegeben. Ich weiß halt nicht, was ich machen soll mit dem Frontflügel. Ich fahr schon extra ganz außen. Aber wenn die Kurve auf einmal... Also, ich schieb dir da keine Schuld in die Schuhe, keine Angst. Ja. Alter, die Kurve ist der Shit. Der Computer bremst dich immer so übel ab, das ist der Hammer. Oh, Peter, ey, du bist echt gut unterwegs. Ohne Spaß. Keine Schnitte ranzukommen. Aber keine Schnitte gerade ranzukommen. Ich trau mich nie so richtig Vollgas zu geben nach den Kurven. Ich hab jetzt schon so eine Kacke. Peter fährt ja auch den eindeutig besseren Ferrari. Wie manche Zuschauer spitzfindisch das gesehen haben, finde ich. Ja. Man kann auch ohne Front. Oh, ich hab den Pinöppel abgefahren. Schon wieder gelbe Flagge. Den habe ich auch abgefahren. Cool, den haben die aber ganz schön schnell wieder aufgebaut. Ja, aber richtig. Ich zieh an denen vorbei. Ja, fahr vorbei. Ich lass dich extra vorbei hier. Ich will keinen Stress haben. Ich fall nur an die Box jetzt. Boah, geil. Weil die jetzt Kurve ist aber auch schwierig hier, finde ich. Das hat voll die Schneckenkurve, ist das. Ja. Ich hab den Spielsound übrigens. Oh, gelbe Flaggen vor mir. Ich halte die alle auf. Peter fährt voll weg. Finde ich gar nicht so verkehrt, was du da gerade machst, Jay. Ja, ich werd gleich nur rausgekickt. Ich sehe das schon kommen, wegen der Fick-KI. Dann rege ich mich wieder tierisch auf. Was drauf, die gelben? Ich hab die weißen. Die Weichen. Die Weichen sind welche Farbe? Die Weichen, gelb. Weichen sind die gelben. Die okay, gut, ich hab wieder gelbe drauf bekommen. Das sind die schnellen, die halt nicht so lange halten. Deswegen kommst du nicht dran, du hast die harten drauf genommen. Ja, ich hab eine andere Strategie mal genommen. Ach so. Ja gut, passt mir aber ganz gut, ehrlich gesagt, dass du dir jetzt gerade alle auffällst. Ich weiß bis jetzt noch nicht, was da passiert ist. Ich bin auf einmal, ich wollte rechts daneben, ich war eigentlich schneller als ihr beide und wollte dann rechts neben euch reinstechen und dann da habe ich mich weggedreht. Ich weiß nicht, ob hinter mir muss einer gewesen sein, und dem bin ich dann sozusagen. Also ich bin unschuldig auf jeden Fall. Ja, ihr beide habt nichts dagegen. Ich ausnahmsweise auch. Peter und ich haben ein faires Duell gehabt. Bram ist in dem Moment schon rechts neben uns gefahren. Wie auch immer das gegangen wäre. Nee, das war eher von mir halt ein bisschen optimistisch. Als einer der wenigen in dem Spiel. Ich bin so mega angespannt. Bei drei Sekunden für losgefahren. Ja, verzieh dich doch mit deinem DRS. Hau ab! Ich weiß nicht mehr, welches. Nee, DRS ist noch gar nicht. Jetzt ist erst DRS aktiviert. Ach so. Oh Leute, wieso war der hinter mir denn dann so viel schneller? Hast du aus der Kurve rausgekommen? Nee, auf dieser langen Hülkenberg dreht mich. Du Wichser. Geil, Hülkenberg hat mich in die Wand reingedrückt. Ich bin leider überholt worden. Jetzt ist DRS aktiviert. Der zweite hat mich überholt. Okay. Aber ich hole mich zurück! Oh Gott, ich seh's schon kommen. Also sind zwei, ich bin gleich geschubst, ich hab Angst! Hat ihr da irgendwas mit zu tun, oder? Womit? Ey, bremst doch noch mehr, du mieses Holy shit, ey. Ja, den hat Zeit, ich fahr grad in die Box. Krieg eine neue Schnauze und neue Reifen. Also, weil ich bin gerade mit drei Reifen in die Box gefahren. Das ist natürlich gut. Oh, schade. Mit drei Reifen? Ich hätte dich echt. Ja, also der rechts vorne, der war halt absolut rot und ich konnte nur noch geradeaus fahren. Das war nix, wie geil. Wie, das war nix? Was meinst du mit, das war nix? Einer der Fahrer ist mir halt voll reingerauscht. Hey, kannst du mir eigentlich erklären, ob du DSR bekommst oder nicht? DSL? Ja, ich bekomme DSL mittlerweile. DSL 50.000? Ich habe keinen DRS, weil ich nicht innerhalb von einer Sekunde bei dir. Ja, aber das war letztes Mal ja auch ein bisschen fail. Ich habe gerade übrigens einen richtig üblen Fehler gemacht. Ist gut.
Ich schlitter hier von einem Punkt zum anderen und kämpfe mich hier gegen die DRS-Attacken da von denen durch. Das ist echt hart. Das ist voll krass, Alter. Dass du mit den harten Reifen da den zweiten Platz gerade noch gegen die KI-Gegner. Oh, ich hab zwei Leute hinter mir, die jetzt DRS anmachen. Boah, Junge, zieht er mir vorbei. Ey, der ruckelt. Der Computerspieler ruckelt. Wenn der jetzt voll in die Eisen geht, habe ich ein Problem. Ich bin zwar noch nicht ganz hinter Puls und 16, ich bin mir sicher, das kann noch was werden. Genau. Eigentlich liegt mir die Strecke hier. Da kann auch irgendwas rausgeholt werden. Ich komme da nicht ran. Was ist deine beste Zeit, Peter? 1:41,6. 1:41 für 1:43. Ja, du hast schlechtere Reifen, Jay. Ja, aber ich hab die DRS angemacht und der vor mir, der zieht immer noch weg. Oh, ich bin am Kampf mit Ricciardo. Ah, der hat mich gerammt. Du kleine Sau. Boah, das kriegst du zurück, du Wichser. Das kriegst du zurück, du scheiß Australier. Boah. Go. Das kommt fast gar nicht vor, dass Jay schreit. Oh, alles klar. Nicht überholt. Oh, ich hab noch 41,581 gefahren. Absolute Bestzeit. Nicht schlecht. Das ist natürlich gut. Ich hab ein gutes Gefühl hier. Das war noch nicht mal eine wirklich richtig gute Runde. Wie viel? 1,41? Ja, die sind im Innen viel, viel langsamer als ich. Jetzt hab ich ihn angeschubst. Oh, fuck. Oh, jetzt hab ich ihn überholt. Oh, bitte keine Strafe. Bitte keine Strafe. Okay, ich krieg nur eine Abkürzung. Irgendwas. Jetzt hab ich mich verbremst. Oh. Boah, wie Jada kämpft am zweiten Platz. Boah, das ist mega krass. Ich halte die übelst auf. Ist voll gut für dich. Ja, ist richtig nice. Oh, jetzt kommt der, ist keine Schnitte. LOL. Keine Schnitte. Alles klar. Oh, da überholt mich wahrscheinlich direkt noch einer. Ah, da muss noch so viel mehr gehen. Ich mache die ganze Zeit solche Fehler. Ey, meine Hände, habt ihr eigentlich nicht das Problem, dass wenn ihr lange mit Controllern spielt, ihr voll die schwitzigen Hände kriegt? Doch. Vor allen Dingen bei dem Spiel, wo ich echt den Controller ziemlich hart greife. Ja, genau. Weißt du, und dass ich die Controller-Hersteller da noch irgendwie keine Gedanken drüber gemacht habe. Ich habe das, keine Ahnung, seit ich Controller kenne. Ja, Peter, du hast jetzt einen Verfolger. 1,43. Wen denn? Ricciardo? Ricciardo, ja. Ich krieg den nicht mehr. Er ist schneller als ich. Ausholen müssen? Komm schon. So ein richtiges Konzentrationsding hier immer. Ja, das ist krass gerade. Aber das mag ich einfach mal. Ich liebe das so ewig, auch wenn man hier eine Stunde mal pro Rennen fährt. Ich liebe, dass man die ganze Zeit fährt und sich da voll reinsteigern muss. Richtig. Vor allen Dingen bringt es ja auch eigentlich durchzufahren. Weißt du, selbst wenn du halt Fehler machst oder so, dann ist ja noch nicht alles gelaufen. Ja, eben. Ich habe so einen Riesenfehler am Anfang, bin ganz hinten, aber ich komme nicht wieder ran. Wobei es ja im Zweifel gar nicht mal dein Fehler war. Ja. Oh, ich glaube, meine Reifen... Aber ich schätze, einer war rechts neben mir und ich habe halt einfach einen nicht gesehen. Den siehst du ja. Das sieht man schlecht dieses Mal, habe ich das Gefühl. Du musst ja echt auf die Rückspiegel achten. Ja, genau. Wenn du nicht extra nach hinten guckst, siehst du das nicht. Aber ich schätze mal, da war wahrscheinlich einer neben mir, weil das Auto wird sich nicht von alleine da auf einmal gedreht haben. Und dann haben wir uns halt da verhakt und dann sind wir abgeflogen. Ich habe auch noch eine 10 Sekunden Zeitstrafe bekommen, ne? Oh krass. Boah, was? Naja, die hängt ja auch nochmal richtig tief in da drin. Das ist auch noch ein bisschen doof. Das tut weh dann nachher. 10 Sekunden ist richtig übertrieben. Ja. Oh, meine Reifen sagen, hallo! Aber wenn man ein bisschen Glück hat und 10 Sekunden Abstand zum nächsten hat am Rennende, dann macht es nicht mehr irgendwas aus. Also, das war scheiße, aber ist noch nicht alles verloren. Auto macht komische Geräusche. Nee, die hören sich halt so an wie so ein Rasenmäher. Ich hasse das. Mein Auto macht echt komische Geräusche. Nee. Also, mein Auto macht die ganze Zeit, immer wenn ich nach links abbiege, macht mein Auto. Was? Okay. Hört sich gut an. Wie hast du denn das hinbekommen? Weiß ich nicht, ich hab grad Hülkenberg von der Strecke gekickt. Könnte natürlich was damit zu tun haben, ja. Ja, aber der hat die Kollision. Wer ist denn da so langsam? Wenn du Kreis drückst, bekommst du eine Anzeige, irgendwas rot. Das ist eine aus der Box. Nee, eben nicht. Ach so. Deswegen wundert mich da total. Meine Reifen sind da schon gelb. Halten die irgendwie extrem kurz? Ja, Moment. Ihr seid gerade in der Box vorbeigefahren. Wollt ihr mich gleich schon überrunden oder was? Also ich muss erst gleich an die Box. Ja, mein Boxenstoppfenster öffnet sich in zwei Runden. Perez. Wird gleich überrundet. Oh, Ricciardo hängt fest hinter Perez! Das freut den Jay!
1,44, jawohl. Langsam läuft das. Ich meine, Zeit noch nicht mehr hin. Also, ich weiß nicht, wie dir das gemacht hat. Nee, jetzt krieg ich die Zeit auch nicht mehr, jetzt sind die Reifen abgenutzt, merkst du ja, sofort. Stimmt. Also ich fahr die Zeiten jetzt auch nicht mehr. Ich hab die kein einziges Mal mehr überboten. So, jetzt krieg ich dich, Ricciardo. Jetzt krieg ich dich, Freundchen. DRS kommt. Jetzt, ich spür's. Ich spür's. In meinen Fingern, in meinen Gaspedalen! Oh, Perez! Was macht der? Nee. Hast du Peter? Nee. Oh, Jack, weg. Aber eigentlich ist er wieder voll aufschließend auf Peter, ne? Weil Peter jetzt viel schneller Probleme mit seinen Reifen bekommt. Ja, ich kann warum zumindest wieder mit mittlerweile. Achso, ja klar. Weil du weicher. Ich kann halt mittlerweile mit Ricciardo mithalten. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Das ich fahr konstante 1,43 halt die ganze Zeit. Ja, ohne jetzt schlechter zu fahren. 1,42. Keine Ahnung, fährt Peter einfach besser. Mhm. Gleich fahren die ersten in die Boxen, die werde ich dann schon mal überholen, das ist schon mal geil, oder? Versuchen länger als die draußen zu bleiben, wenn es irgendwie geht. Aber was ist die Standardstrategie denn? Eigentlich 3-Stopp eigentlich, ne? Ja. Zwei-Stopp meine ich. Zweimal weich fahren und einmal hart fahren. Weil vielleicht mache ich das dann so, dass ich versuche möglichst lange auf meinen Weichen rauszubleiben und dann erst sozusagen einen Stopp zu sparen irgendwie. Aber pass auf, ne? Wir haben letztes Mal gemerkt, wie eiskalt das Spiel hier ist bezüglich Reifenplatz. Ja, stimmt, dann platzt der Reifen wieder, ja, gut, das hatte ich auch schon, stimmt. Das ist echt, das ist sozusagen das, was ja in echt auch mit Sebastian Vettel passiert ist. Die halten 40 Runden. Oh, nach 30 schon Feierabend. Oh. Bin jetzt direkt auf Position 14 hinter Grosjean. Ey, aber Grosjean war eigentlich weiter vorne. Hat einen Stopp, glaube ich, gehabt, ne? Mhm. Aber das heißt, gleich bin ich schon mal nominell in den Punkten, wenn nochmal welche stoppen. Ja, das hat jetzt allerdings noch nicht allzu viel zu sagen, wa? Ja, aber es fühlt sich schon mal gut an. Das gibt wieder das Motivation, stimmt. Weißt du? Das brauche ich. Ich kann uns nicht hier von ganz hinten das Feld aufrollen so und ich erziehe sogar einen Grosjean. Sind denn meine Reifen schon orange? Die meine aber gibt's auch Punkte? Was die hatten, ne? Ja, Platz 10 gibt's nicht Punkte. Also ich mache meine Reifen meistens, glaube ich, auch sehr hart dadurch kaputt, dass ich sogar, wenn ich geraden fahre, so ganz leicht korrigiere. Da hörst du immer so einen Reifen quietschen. Okay. Das ist nicht so geil. Oh, jetzt gibt ihr eigentlich, auf der Bremse, auf der Bremsgeraden vor der Kurve Vollbremsung? Ja. 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 Ja, ich komplett 100% in die Eisen. Aber auch erst auf den letzten Drücker versuche ich. Wie ich einfach immer dieselben Zeiten fahre. Das ist doch voll gut. So, ja, Pojo hat sehr geil überholt, aber komm jetzt mit DRS wieder vor. 1,43, so schnell war ich noch nicht, Jay. Also so schlecht ist das nicht. Die kommen halt immer viel besser aus den Kurven raus, ne? Weil die nicht diese Traktionsprobleme haben wie wir. Ja, das sind einfach der Schneidepunkt. Alter, der klebt hinter mir, der klebt. Alter, was geht mit den Reifen? Ich hab nicht mal Gas gegeben. Also in der Kurve. So, gerade rutsche ich aber auch gut. Ja, also ich bin... Hui! Ah, fuck, da hat er mich wieder, Hm. Und meiner schreit Box, Box, Box. Können, weil er schlechte Reifen hatte. Und meine Reifen bauen enorm ab. Muss jetzt wechseln, ey, geht nicht anders. Kann man sonst absolut vergessen. So, ich geh jetzt auf jeden Fall auf die. Die Options sind die weichen und die Primes sind die gut. Sind die länger halt. Ja. Alles klar. Okay, ich werde auf jeden Fall, glaube ich, nicht überleben mit meinen Reifen. Läuft bei mir nicht. Ich fahre nicht. Ich fahre viel zu oft mit durchdrehenden Rädern. Okay, das, was wir gerade getan haben, aus Versehen tatsächlich, tue ich nicht mehr. Was hast du gerade aus Versehen gemacht? Ich bin etwas zu kurz über die Kurve, weil ich die zu hart eingelenkt habe. Also dann ging direkt Verwarnung Kurve abkürzen, Verwarnung Strecke abkürzen, Verwarnung Kurve geschnitten. Gerade drei Verwarnungen gekriegt. Ich hab jetzt solche Startziel gerade noch die einen lenkt. Nee. Auf wenige gerade in die Box fahren. Oh shit. Ich dachte, der übernimmt hier. Wow. Ja, und ab hier übernimmt er in der Box. Ja, sicher. Ich bin in die Wand gerauscht. Ja, da, die Box ist gefährlich. Du kannst da nicht mit Vollspeed reinknallen. Ja, das habe ich gemacht. Ich bin mit Vollspeed reingeknallt. Ja, okay, das habe ich nicht gemacht. Mann, jetzt bräuchte ich noch einen neuen Flügel. Dadurch verlängert sich mein Boxenstopp um 32 Sekunden. Ja, das war damals in China.
tatsächlich. Mit kaputten Reifen. Oh, ja. Achtung, da ein Flip direkt vor mir. Ja, ich habe meinen Boxenstopp vor mir, ne? Ich habe meinen Boxenstopp gerade um 6 Sekunden verlängert, indem ich einen neuen Flügel brauchte. Ja. Fuck. So, und da habe ich schon wieder meine Reifen. Und dann bin ich schon wieder am Start hier hinter dir. Wir sind jetzt sehr, sehr nah beieinander. Boah, ich kann nichts. Ja, bei mir ist Meri gerade unsichtbar geworden und verschwunden. Wieso habe ich denn den 19. vor mir? Perez, der wird die ganze Zeit überrundet. Meine Reifen sind rot. Das ist, ich glaube, die sind gleich weg. Nee, das heißt, die sind jetzt heiß, Jay. Die sind gerade gut, ne? Die sind gerade richtig gut, richtig bremsen. Versuch mal ein bisschen zu driften, zieh mal Handbremse. Ja, ich will auch ein bisschen abseits der Strecke fahren, fahr viel über Curbs, das ist super für die Reifen jetzt. Das ist so schon Programm dann. Ja, nicht so viel auf der Strecke, das ist nicht so gut für die. Ja, wieso blinkt bei mir da blau? Wo ist hier die Box? Komm schon, Maldonado. Yes, na komm schon, erst hinter mir. Nein! Quer stehen, In die Box. Jawoll! Das ist ein Kampf. Maldonado überholt Position 14 jetzt. Und das, obwohl ich in der Box war. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So. Jetzt bin ich schon hinter dir, Chris. Ja, ich hab Angst. Und Ricciardo hat mich wieder überholt. So, ich fange vor der lang jetzt an. Warum ist Peter hinter mir? Bin ich nicht. Nee, ich muss mal ein bisschen früher anfangen. Oh, die neuen Reifen fühlen sich so gut an. Na, man kann endlich wieder richtig pushen hier. Jetzt funktioniert alles wieder ordentlich. Oh, und in dem Moment drifte ich auf der Startziel gerade zu weit raus. Schade, schade, sonst wäre es eine richtig fette Runde gewesen sogar. Mal schauen. Ja. Ich glaube, ich gebe manchmal in den Kurven zu viel Gas und beim Kurvenausgang zu wenig. Man muss halt möglichst schnell rauskommen aus diesem, dass man nicht voll Gas geben. Ja, aber das habe ich irgendwie noch überhaupt nicht drauf. Ich bin jetzt 5,6 Sekunden hinter dir. Als bei der letzten Aufnahme. Ja, du dürftest auf jeden Fall aufholen. Ich fahre gerade irgendwie nicht so gut. So, Ricciardo ist überholt. Yo! Oh, Ricciardo fährt nichts neben mir. Zweiten dürfte Jay dann haben. Zweiter. Alles klar. Du warst jetzt schon in der Box oder noch nicht? Ich war in der Box. Das war eine 1,40. Oh, das ist stark. 1,40 wie viel? 5. Okay, das ist stark. Sau stark. So viel hole ich gerade gar nicht auf. So, fahren wir. Alter, 18 Sekunden hat Peter Vorsprung. Heilige Scheiße, fährt der gut. 30 oder 13? 18. Ach, 18. Ja, gut, komplett falsch verstanden. Schmeiß den ja, aber raus, richtig komplett falsch. Ja. Und jetzt mal eine richtige Startziel gerade erwischen. Jawohl, diesmal war die sehr gut erwischt. So, jetzt mache ich hier mal einen Zwischensprint mit Fettgemisch. Oh, du willst die Bestzeit haben, wa? Nee, nur so ein kleiner Zwischensprint. Mal gucken, was drin ist, weißt du? Was möglich ist. Ja, in dem Moment drehe ich mich auf das Ziel. Also, der hat mir gerade gesagt, das Auto hinter mir fährt pro Runde 3 Zehntel zurück. Das ist doch gut. Verwarnung, Streckengrenzen überschritten. Den will ich verarschen. Ah, ich hatte gerade auch 1,41. Das war, ja, das war aber nach außen so überschritten. Also nicht innen. Ja, die Runde kann ich vergessen hier leider. Alter, über 6 Sekunden. Ein schlechter Chris. Du fährst auf jeden Fall wieder besser im Moment. Hey, Ricciardo habe ich jetzt im Griff zumindest. Wenigstens das. Mit den schnelleren Reifen. Hoffen wir mal, dass ich überhaupt so durchkomme. 1,39! 7. Alter, was fährst du für fette Zeiten? Und das fährst du mit welchen Reifen? Mit den weißen, ne? Mit den gelben. Ach, du bist nochmal gelb gefahren, okay. Ja. Ich hab's nämlich schon. Wenn er so mit den weißen fahren würde, er würde ja quitten. Die weißen kommen gleich erst. 1,409. Oh,
Also ein Stop klappt auf gar keinen Fall. Dafür habe ich viel zu viel Angst, am Ende der Runde wieder einen Platz dazu bekommen, so wie letztes Mal. Du kannst fast noch einmal mehr boxen als alle anderen. Ja, das, darauf verzichte ich dann mal. Also ich glaube, der Boxenstopp nimmt dir schon 20 Sekunden weg halt. Der hat ja 20 Sekunden Vorsprung. Ja, das ist nur 18 gesagt. Aber bei Peter fällt er auch gut. Wollte den Vorsprung aufbauen können. 20 Sekunden sind es jetzt ziemlich genau. Oh, das hat wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn gemacht. Ne, ich bin immer noch, also ich komme nicht mal mehr näher ran an Chris, das kann nicht sein. Ey, den da Motivation brauchst du, hast du doch gesagt. Ja, ich weiß, oh, ich brauche Motivation. Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Oder warum wirkt sie sich nicht aus? Das ist vielleicht noch eher die Frage. Chris, wie sieht es denn bei dir aus mit deinem Vordermann? Kommst du da näher ran und wer ist das? Hülkenberg. Hülkenberg und du kommst ein bisschen näher ran? Ich hab den direkt vor mir. Okay. Davor ist noch der nächste. Hülkenberg? Das ist Hülkenberg da, ich dachte, den hat Bram mal getötet da. Ja, wahrscheinlich deswegen. Ich denke mal, Hülkenberg war vorher weiter vorne. Okay. Und wo ist der Bram? Ja, der stand halt im Weg. Ich bin gerade Platz 17. Das sind nur 3 Plätze hinter mir, das kann doch nicht wahr sein. Ach, 1.40.03, fuck! Aber ich fahr viel schlechter als du gleich von den Zeiten. Ich fahr gerade, 1.42.8 nur gefahren. Also, wieder 1.39. Nee, ich fahr auch nur 1.41.5, aber ich hab auch die schlechten Reifen da drauf. Ich fahr auch einfach echt nicht gut im Moment. Und mein Typ sagt mir, ich soll damit durchfahren mit dem. 1.41.5, gib mir. Ist ja gar nicht so verkehrt. Ja. Sogar ziemlich stark eigentlich. Der Weißen ist stark. Ich finde nicht so stark dabei. Nicht annähernd. 1.43 war meine schnellste. Nee, ich fahr gar nicht mal 1.41, was ich sehe hier. Das ist meine Bestzeit. Oh, scheiße, ey. Ich muss gleich mal checken, was ich überhaupt in Wirklichkeit fahre mit denen. Ich hab grad 2 Autos überholt. Nice one! Puh! Ich fühl mich nicht so wohl, ich brauch die anderen Reifen wieder. Wie oft ich die Verwarnung krieg, wenn ich nach außen die Kurve ein bisschen zu weit nehme. Ja, obwohl man das nicht mal absichtlich macht. Ne, ich bin auch gerade noch gerade eine echt scheiße 1.41 gefahren. Alter, was ist denn da? Ein Pult vor dir, Chris! Ja. Das sind keine Runden, das sind alles echte Gegner. Ja, überrundet. Nein, jetzt habe ich auf die Strecke geguckt. Fuck! Einmal nicht konzentrieren, ey. Direkt ein Fehler gemacht. Ja, aber der hinter mir ist, Maldonado, auf den gewinne ich halt eigentlich auch fast die ganze Zeit hier. Und nach vorne kaum halt. Ja, jetzt quirrt von mir. Aber hängst du schon hinter ihm fest oder kannst du eigentlich immer noch perfekt fahren eigentlich? Nee, noch nicht ganz. Noch könnte ich perfekt fahren, wenn ich perfekt fahren könnte. Ach, du bist auch nicht mal mehr direkt vor mir. Jetzt check ich es erst. Hülkenberg ist ja schon. Du hast ja, ich habe ja gerade 2 überholt. Also vor mir sind Kvyat, Alonso und Perez direkt hintereinander. Die fahren. Ja, die bekomme ich jetzt gerade auch alle endlich. Das Geile ist, wie soll ich denn jetzt 3 Autos überholen, Männers? Schaffst du. Alter, was ist das hier für ein Bulk? So, komm, da war eine schöne Zeit jetzt. Oh, war sie nicht. Wir dürfen jetzt alle mit DRS fahren, oh Peter, Gott. In welcher Runde, weißt du noch, hast du gestoppt? Zum allerersten Mal? Warum leckt Alonso? Wie viel ungefähr? 8, glaube ich. Okay. Ah, shit, da muss ich noch 7 Runden hier aushalten. Waren die dann fast kaputt, die Reifen, oder gingen die einfach? Die gingen nicht mehr. Ach, scheiße, okay. Ich hole mich nicht runter, bitte. Und wann willst du wieder starten? Wenn mir mein Typ sagt, ich soll's doch. Das ist immer gut. Oh Mann, Alter! Oh, Alter, meine Hände! So einen blöden Fehler am Ende. Ich bin 9. jetzt. Oh, okay, jetzt gehen auf jeden Fall eh einige in die Box. Mann, Alter, ich hatte so eine gute Runde und am Ende Kackfehler. Ach, geh ich aber nicht in die Box. Was?! Warum bremst du nochmal?! Gelbe Flagge, was ist da los? Ja, irgendwer ist mir hinten reingebrettert. Also der stand einfach mitten auf der Strecke. Und es war direkt davor grüne Flagge. Der kann sich gar nicht so schnell gedreht haben. Das war ein richtiger Fehler von den Flaggendingern. Mann! Aber gut, 11. Platz. Das ist natürlich gut für mich jetzt. Okay, wie machen wir das denn da? Alter, ist der langsam. Alter, Quirt, verpiss dich! Ja, ohne Spaß. Wie sehr denn den Kurvenbremsen geht ja wohl gar nicht klar. Ich verliere fast jede Runde eine Sekunde. Fuck. In meinen Rundenzeiten. Ja, wow, Peter. Alles safe für dich. Gerade schon, ja. Außer du schaffst es irgendwie auf einen Stop zu verzichten, dann wird's knapp.
Jawohl, jetzt haut mir der Seins noch eine rein. Ich schaffe ja, doch noch zu verzichten, willst du mich verarschen? Und da ist der Quirt weg, ja ich geil. Ich habe mit auf Fell gefahren soll oder was? Ja, ja den er versucht hat ja irgendwie. Never ever. Nee, das schaffe ich niemals. Ich wollte, aber das schaffe ich niemals. Selbst zwei Stop. Ich habe ja drei Stop. Ich habe ja schon mal gestoppt in der ersten Runde. Und so, selbst so wird das im Ding. Also ich glaube, ich gehe auch nicht so gut mit den Reifen um, aber die sind schon gelb. Wenn man in der ersten Runde stoppt, bringt das einem das echt nicht, da bringt das einem nichts. Man hat eine Runde gewonnen, wenn man das nächste Mal die Reifen draufpacken muss, aber das ist es dann auch.